Weiter geht's, liebe Chaos-Freunde bei Chaos City 2. Und ja, dieser Name ist tatsächlich nicht ohne Grund gewählt. Nix ist so beständig wie die Änderung hier bei uns in unserem Let's Play. Und wir haben tatsächlich ein tierisches Problem. Und ich vermute, es kommt aufgrund der Roadbuilder-Mod. Genau weiß ich es allerdings tatsächlich nicht. Ja, also das ist ein bisschen deprimierend, aber am Ende des Tages ist es egal, wo es herkommt. Fakt ist, wir müssen es beheben. Die meisten unserer Routen sind tatsächlich nach unseren Updates hier durcheinander gekommen. Die sind irgendwie kaputt und es kann damit zusammenhängen, dass wir natürlich auch dort oben hier ein bisschen was geändert haben, auf der Seite. Da bin ich mir allerdings noch nicht ganz sicher, denn die Sachen hier unten sind noch konstant. Ihr seht, hier sind auch eigentlich genug Busse da. Und bevor wir jetzt tatsächlich weitermachen, müssen wir zusehen, dass wir dieses Problem da unten beheben. Ja. Also, was ist das grundsätzliche Problem? Tja, das ist noch nicht genau klar, denn wenn wir uns diese Routen angucken, haben diese Routen jetzt alle einen ganz, ganz, ganz komischen, eine ganz komische Routenführung. Wir gehen jetzt tatsächlich... Oder wir müssen tatsächlich die Routen jetzt alle nacheinander durchgehen und diese nochmal optimieren. Ich wollte das tatsächlich auch nicht ohne euch machen, weil mir das dann doch durchaus wichtig ist. Und das wird jetzt aber tatsächlich eine ganze Weile dauern. Wir gucken uns die rote an. Die rote Routenführung sieht erstmal... ist das rot? Hier, das ist die, ne? Ja, die sieht erstmal solide aus. Die geht da oben lang. Die geht dann da lang. Das können wir so lassen. So, dann haben wir die grüne Routenführung. Die geht einmal... Ja, seht ihr es? Da ist schon... Da ist schon... Keine Ahnung, was er da macht. Ja, hier geht er einmal hier lang, fährt hier lang, fährt da lang. Was macht der denn da? Hä? Moment, was? Buslinien-Tool. So. Ja, aber... Was machst du denn da? So, warte. Einmal da weg. Und dann gehen wir einmal... Habe ich hier irgendetwas... Moment, Leute, Leute, Leute. Hier lang, da lang, da lang, da lang. Was zum Henker? So, wenn wir darüber gehen, macht er automatisch dieses komische Bubble da. Warum tut er das? Aber... Crazy. Warte mal, wir machen mal... Hier habe ich hier vielleicht irgendwas bei den Spuren falsch gesetzt? Wir machen mal alle Verbindungen entfernen, auf Vanilla zurücksetzen. So, Vorfahrtsregeln wollen wir nicht. Da sind Ampeln drin. So, blub. So, wir können auch mal fix die Ampeln an- und ausmachen. Ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat. Blub und blub. So. Jetzt gucken wir nochmal. Das ist ja crazy, ey. So, jetzt ziehen wir das Ding nochmal. Einmal da hoch. Jetzt geht's. Was war das denn? Wir haben ja irgendwie eine Spur vergessen, oder? Kann das sein? Moment, jetzt gucken wir uns nochmal die ganzen... Jetzt gucken wir uns die Route nochmal in Ruhe zu Ende an. So. Also, die Route sieht gut aus. Nächste Route. Geht nicht hier lang. Nächste Route macht den hier. Den würde ich tatsächlich hier lösen. Und diese Konstellation macht keinen Sinn. Den können wir besser da oben in Apfelstraße anhalten lassen. Also das, glaube ich, ist jetzt tatsächlich kein Bug, sondern einfach nur... so. Und dann lassen wir ihn der Einfachheit halber da lang fahren. Zack. Hier lang, hier lang, hier lang.
Das ist für ihn, glaube ich, die einfachste Route. Oder... Ja, wir können auch den noch mitnehmen. Genau. Ich glaube, die Routenführung ist so tatsächlich ein bisschen besser. So, nächster. Der kommt auch nicht hier lang. Wie gesagt, es geht jetzt speziell um den Zop-Bereich. Der geht auch nicht da lang. Wo sind die denn alle, ey? Moment, nee, irgendwas ist jetzt hier... Moment, nee, irgendwas ist jetzt hier kaputt. So, jetzt aber. Ich wollte schon sagen, können ja nicht alle hier nicht lang fahren. So, das haben wir. Der führt hier nicht lang. Den haben wir. Der ist okay. Der ist okay. Der ist okay. Und der ist auch okay. So, jetzt seht ihr übrigens, was passiert, wenn man hier tatsächlich mal eine Spur falsch setzt. Jetzt machen wir mal einen kleinen Trick, damit das mal abfließt. Wir werden jetzt das hier mal rausnehmen und mit dem Vorfahrtsregeltool tatsächlich Vorfahrt gewähren auf... Nein, Vorfahrt auf dieser Spur. So, einfach damit der Verkehr jetzt hier mal abfließt. Ja. So, die müssen jetzt mal anhalten. Ihr dürft jetzt hier raus. Wartet, wir machen das tatsächlich auch so. Vorfahrt-Regeltool. Zack. Vorfahrt gewähren. Döp, döp, döp. Döp, döp, döp. So. Dass die jetzt wirklich mal stehen bleiben und der Verkehr jetzt hier mal abfließt. Okay, das heißt also, wir haben hier vorne irgendeine Spur vergessen. Das ist übrigens die Gefahr, die große, große Gefahr, die wir hier vorne bei diesen Straßen oder bei diesem Tool haben. Ja, da müsst ihr wirklich aufpassen wie ein Fuchs. Und jetzt habt ihr es wirklich mal gesehen, was passiert, wenn wir das nicht machen. Wir werden am Ende der Folge diese Sachen nochmal umstellen. So, nächstes Thema. Bevor wir da hinten starten, möchte ich noch eine Straße mit euch bauen tatsächlich. Und das ist hier, die hier. Ja, wenn das denn klappt, das werden wir jetzt gemeinsam uns angucken, das ist die mit 4 Teilungseinheiten und idealerweise einer vernünftigen Straßenbahn in der Mitte. Wir werden mal gucken, dass wir uns diese Straße einmal hier bauen, das ist diese hier, die finde ich eigentlich ganz gut. So, Anarchie aus, das brauchen wir nicht. Zack. Und dann nehmen wir uns die Road Builder Mod. Und werden von dieser Seite aus weiterarbeiten. Wichtig ist, dass wir hier 24 Meter und 3 U haben. Das ist für uns halt wichtig. Die hat Required Electricity up to pass electricity. Die kann ruhig Electricity durchlassen. Genau. So. Und jetzt hätte ich gerne hier ein Parkverbot. Blub. Da ein Parkverbot. Blub. Dann machen wir den auf die minimale Größe, die wir haben. Dann in der Mitte kommt... 1 Meter, denn wir müssen ja noch 2 Tram-Tracks reinkriegen. Und ich weiß nicht, ob das nicht eventuell ein bisschen zu viel ist. Das wird ein bisschen viel sein, ne? Schade, schade, schade. Schade, schade. Wir kommen auf 3,4 U, ne? Wir könnten natürlich gucken, ob wir... Ja, die Fußwege rausschmeißen, das macht auch keinen Sinn, muss ich sagen. Das ist auch irgendwie sinnlos. Ah, schade. Ich finde die Straße so an sich nicht schlecht, denn das ist eine Straße, die wir so in der Form, wir könnten es eventuell hier reinsetzen, eine Straßenbahn in die Straße. Wir gucken mal, was passiert. Ob wir das überhaupt bauen können, das habe ich tatsächlich nie ausprobiert. Nee, da geht es tatsächlich nicht. Bin ich jetzt... Achso, ich bin bei... Genau, nee, Straßenbahn wollte ich. Blub. Blub. Genau, das geht. Und dann haben wir nämlich nur noch eine Spur in der Mitte. Und das will ich ja nämlich nicht. Ja... Wir werden uns die Straße trotzdem mal abspeichern, diese hier. Und wir müssten die jetzt hier drinne haben. Die wollen wir nochmal editieren. Ihr kennt das Ganze. Das ist die Straße.
zwei Spuren, Mittelding, zwei Tram, Mittelding, zwei Spuren. So. Okay. Passt. Dann können wir mal gucken. Die müsste jetzt auch tatsächlich hier irgendwo drin sein. Genau, da ist sie. Die ist ein bisschen breiter als diese Standardsache, aber ich finde es einfach sehr passend, denn das ist eine Sache, die können wir sehr gut in Industriegebieten benutzen. Denn der Plan ist ja in Industriegebieten hoffentlich nur anderen Traffic zu haben. Also LKW-Traffic. So, jetzt gucken wir uns mal die Ecke an. Das sieht erstmal gut aus. Ja, pass auf. Das war ja alles nur temporär, was wir hier gemacht haben. So, Vorfahrtsregeltool. Blub. Auf Vanilla zurücksetzen. Spurenverbindungstool. Auf Vanilla zurücksetzen. Und bitte einmal die Ampel aktivieren. Und ab dafür. So, dann kann er ab hier wieder mit der Ampel ganz regulär arbeiten. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Inhalt. So, ist Gott, Überlastung der Abwasseranlage. Okay, wir kommen nicht zum eigentlichen Inhalt der Folge. Wir kommen zur Überlastung der Abwasseranlage. ist immer was Neues hier, ne? So, wir schauen mal. Wir sind bei... Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh Gott, ja. Postsortierstation, Recyclingzentrum. Ja. Okay. Puh. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Tja. Ich würde nämlich mal vorschlagen, wir gucken einmal. Wir müssen zwei Dinge machen. Ich möchte A. Müll endlich mal halbwegs vernünftig handeln. Und da haben wir meiner Meinung nach hier eine sehr gute Option, dass wir... Ich zeige euch mal, was ich vorhabe. Also, wir werden erstmal diese Nebengebäude... Jetzt muss ich mal gucken... Dieses hier will ich versetzen nach... Nach da. Und dieses, da haben wir dann keinen Platz mehr für. Das ist Punkt Nummer 1. Ja, ganz, ganz ruhig, Leute, hier. Da unten hier, ne? Ganz ruhig. Also, kommt ja noch mehr. Ich will hier gegenüber jetzt mal eine vernünftige Müllstation setzen. Denn irgendwie haben wir hier tatsächlich noch Probleme mit dem Müll. Also zumindest in Ansätzen. Und wenn wir uns das mal angucken, wir sind bei eigentlich genug, aber er hier hat tatsächlich immer noch nichts. Deswegen möchte ich hier gegenüber tatsächlich noch direkt eine Recyclingstation setzen. Blub. Dass die hier auch mal vernünftig abgeholt werden. Und wir können eine Lagererweiterung, Müllwagendepot will ich eigentlich erstmal haben. Den Rest lassen wir erstmal da. So, dann ist hoffentlich das Ding hier behoben. Und dann können wir einmal da hinten hingehen ins neue Industriegebiet, womit wir ja weitermachen wollen. Ist das hier so ein Scheiße? Oh, entschuldigt bitte. Tatsache. Na gut, mein Gott, warum nicht? Und ich möchte gerne hier vorne auch Abwasser abtransportieren. Aber dazu nehmen wir uns erstmal die Straße hier. Bauen die einmal. Wir machen sie erstmal bis nach da. Vorne geht es ein bisschen runter. Ich möchte auch gleich ja hier den Verkehr hier anschließen und alles. Das machen wir gleich alles vernünftig. Deswegen können wir hier vorne... Entschuldigt bitte, dass ich immer noch in der Pause bin. Das Thema Abwasser ist mir dann doch durchaus wichtig. Das kann zu schwerwiegenden Problemen führen. Abwasseraufbereitungsanlage. Dahin. So, jetzt mal gucken, was das macht. Erhöht die Abwasserreinigungsrate und sorgt dafür, dass mehr Abwasser zu Trinkwasser aufbereitet wird. Bap. Yep. Und er stellt die Anlage erhöhte Verarbeitungskapazitäten zur Verfügung. Wenn wir das hochkant stellen, so, kriegen wir dann eventuell zwei rein. So, halbwegs sich hier anpassen. Ist trotzdem hässlich, ne? Wir lassen das erstmal so. So, wartet mal, wir gucken. Ja. Passiert noch was? Jawohl, 1 Million. Mega. Sehr gut. So, da haben wir tatsächlich auch noch ein paar Probleme. Deswegen würde ich mal schauen, dass wir... Pass mal auf, ich hätte gerne so Wasserturm. Ich bin ja ein großer Wasserturm-Fan. Ist ja kein Witz jetzt, wirklich. Ich mag die echt gerne.
zack, wir stellen einfach mal einen hin. Das ist jetzt nur pro forma. Ich finde die Dinger einfach schön, wenn die hier stehen, die Wassertürme. Davon könnte ich mir vorstellen, dass wir hier auf diesen Bergen da vorne an der einen oder anderen Stelle auch noch ein paar verteilen. Ja, ich finde die einfach super. So, da gab es einen Unfall. Da gab es einen Unfall. Unfälle sind erstmal nicht so wichtig. Zopp kurz angucken. Ja, jetzt sind wir, denke ich mal, in einer Situation, mit der wir leben können. Ne? So, jetzt müssen wir hier oben weitermachen, aber immer einen kritischen Blick haben auf die Uhrzeit und den Verkehr. Das ist wichtig, dass wir in den nächsten Folgen schauen, dass wir die Verkehrssituation natürlich im Blick behalten. Und dann werden wir uns irgendwann auch nochmal um dieses Ding hier kümmern. Da werde ich mir nochmal überlegen, wie wir das machen. Jetzt sind wir gerade... Oh, jetzt haben wir tatsächlich... Ernsthaft, Leute? Echt jetzt? Ihr veräppelt mich doch, oder? Wisst ihr, wie wir das vorbeugen können? Indem wir ab hier eine kurze Strecke zweispurig machen und die Leute von hier schon hier vorne zwingen, hier rüber zu fahren und das nicht hier vorne machen. Boah, Leute, ordnet euch doch mal vorher ein. Das ist wie eine Realität, ey. Na gut, gut. Es ist schon besser geworden. Es ist schon besser geworden, ja. Es ist schon besser geworden. Gut, also, nächstes Thema. Zug und... Schiff. Zug und Schiff. So, also was ich eigentlich erzählen wollte, bevor mir hier mein halbes Zimmer auseinandergeflogen ist. Wir möchten oder ich möchte hier vorne gerne einmal etwas kaufen. Aber dazu müssen wir vor allen Dingen erstmal gucken, wo wir hier die Schiffsrouten haben. Und ihr seht, die haben wir genau hier. Und wir könnten hier vorne einen großen Anleger bauen. Und das ist tatsächlich auch mein Wunsch. Jetzt haben wir hier diese integrierte Frachtschifffahrtshaltestelle. Es gibt den Extended Cargo Harbor. Oh, ist das ein geiles Teil. Mega. Ah, cool. Da müssen wir diese Straße hier abreißen, die ich gerade mühsam gebaut habe. Und wahrscheinlich müssen wir dann doch dieses Teil hier kaufen. Ja, komm, wir kaufen das jetzt. Ich denke, dann sind wir... Ich denke, dann sind wir da auf der sicheren Seite. So, jetzt werde ich mal hier vorne gerade ein bisschen terraformen. Und zur Belustigung aller mache ich einen Schnitt und probiere das gerade mal fix selbst. So, ich habe ungelogen tatsächlich eine ganze Zeit gebraucht und unzählige Safe Games verschwendet, um diese Küstenlinie ansatzweise so hässlich hinzukriegen, wie ihr sie hier seht. Und wir werden hier den Extended Cargo Harbor bauen, hier vorne hin. Das ist eine große Hafenmod, die unter anderem jetzt schon hier ermöglicht, dass wir hier dran sind. Und da haben wir vor allen Dingen einige, ihr seht es hier, Möglichkeiten. Ihr seht, wir haben hier Autobahn rein, Autobahn raus. Das werden wir ja noch zum Teil nutzen. Ich möchte die Straße tatsächlich hier erstmal anschließen. Und also wir gucken erstmal, dass wir das nach da bringen. Und dann nehmen wir uns hier diese Autobahnen. Ich würde tatsächlich einmal gerne da lang gehen und einmal da geradeaus, wobei wir jetzt natürlich hier die Spurrichtung ändern müssen. So, dann werden wir uns diese Kreuzung hier jetzt manuell vornehmen. Da kommen A, die Ampeln weg. Zack. Wir könnten uns hier übrigens auch perfekt eine eigene Straße bauen, aber da bin ich noch nicht ganz, bereit zu. Da weiß ich noch nicht, was ich da machen will. Auch mit der Straße, da muss ich mir noch überlegen, wie ich das handeln will. So jedenfalls nicht. So. Tja, wir müssen mal gucken. Also davor, ne, jetzt haben wir, hat er hier echt zwei Kreuzungen gemacht, oder was? Einmal an der hier. So.
auf Vanilla zurücksetzen, alle Verbindungen entfernen. Also, von da hat er hier nur noch... Na, ah, der hat die Straße geupdatet. Okay, alles klar. Okay. Einmal bitte. So, okay. Und dann sollten wir... einmal dort, und der darf hier auch drehen und die dürfen nach da und nach da. So, dass wir hier auch sauber durch die ganze Nummer am Ende des Tages hin durchkommen. So, da haben wir natürlich noch eine Straße, bei der wir noch mehr brauchen, also an Strom, Wasser und so. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir von hier aus... Ich finde das hier nicht ganz schick. Kommen wir da durch? Ja, es geht. Anarchie ist aus. Mega. Nein, es geht doch nicht. Ah, ist das ärgerlich. Wir können aber einmal da lang gehen. So. Und dann gucken wir, dass wir hier vorne wirklich mit so einer kleinen Kurve rumkommen. So. Genau. So gefällt mir das. Denn wir brauchen ja noch unser Grid für die normale Industrie. Einmal nach dahin. Einmal dahin. Hier könnte man sogar versuchen. Sieht ein bisschen besser aus. Wenn wir diese Straße nehmen und hier sagen, dass wir nur an der linken Seite das haben wollen. Zack. Dann sieht das, denke ich mal, hier ein bisschen besser aus. So. Hier gehen wir an die Stelle ran. Gehen gerade nach oben. Ab da können wir wieder beidseitig bauen. Und dann einmal dahin. Und da können wir jetzt tatsächlich dann einfach die zweispurige Straße anschließen. Zack. Für Strom, Wasser und so weiter. Und hier können wir auch die Ampel einfach rausnehmen. Denn ich weiß nicht, wie viele da am Ende des Tages hinfahren. Das sollte auf jeden Fall so passen. Sehr schön. Dann haben wir das Thema hier erledigt. Hier ist gleich integriert tatsächlich auch, es gibt ja noch Aufwertungen, was auch immer das ist. Da steht jetzt nichts, das ist wahrscheinlich das Lagersystem. Large Cargo Harbor with 3 Rail Connections. Und wenn ich hoffe, dann haben wir bei der Rail Connection auch die Möglichkeit, hier tatsächlich unser Güterzugwerkzeug ebenfalls mitzuverwenden und hier eine komplizierte Connection zu machen, die hier drin ist. So, jetzt müssen wir uns aber überlegen, wie wir natürlich auch den Teil hier machen werden in Zukunft. Und da würde ich gerne, tja, also am Ende des Tages können wir nur von hier aus noch eine weitere Straße bauen. Und sagen, wir nehmen uns einmal die hier. Öffentliche Verkehrsmittel kommen hier noch. Das ist noch kein Thema. Wir werden uns hier komplett auf die U-Bahn verlassen. Und dann möchte ich gerne einmal dadurch. So. Genau. Wir werden übrigens auch den Teil hier nochmal komplett umbauen, denn wir haben ja hier diese komische Zuglinie. Das werden wir auch nochmal komplett auseinandernehmen und uns hier für diese, guckt euch das an, die komplette Strecke
Das werde ich aber offline vorbereiten, die Straße. Und hier offline eine zehnspurige Autobahn mit innenliegendem, wie heißt das Ding, Zug bauen. Denn das sieht einfach nicht schön aus. Mit dieser neuen Roadbuilder-Tool können wir die notwendigen Sachen dort ohne Probleme bauen. So. Also, das ist das Thema Zug. Ja, wie kriegen wir das da am besten jetzt hin? Wir sind ja hier vorne. Jetzt würde ich tatsächlich hier gerne lang gehen und dann dort rein. Das Problem ist jetzt, hier vorne muss natürlich auch die Industrie hin und hier in diesem Bereich auch. Deswegen würde ich jetzt hier sauber lang gehen und ab dort vorne, ganz ehrlich, da gehen wir in den Tunnel rein. So, zweigleisig Station, doppelte normale Bahngleise. Ja, einmal die hier bitte. Denn ich sehe da im Moment einfach keine andere sinnvolle Möglichkeit. So. Und dann gehen wir auf 20 Meter. Denn das möchte ich wirklich jetzt eigentlich nicht unterhalb haben. Oder zumindest überhalb. Das ist ja nur in Anführungszeichen die Cargo-Verbindung da vorne hin. Ja, und das fände ich wirklich doof, wenn wir das jetzt. So. Wenn wir das jetzt anders machen. Also. Einspurige Strecke. Einmal. Wir müssen da rauskommen. An der Stelle. Alles andere sieht nicht gut aus. So, das heißt, wir müssen von. Ich würde sagen, wir machen das mal anders. Wir bauen uns diese Strecke hier. So. So. Gehen dann einmal. Daran. Und dann einmal. Daran. Und von dort aus gehen wir dann nach unten. So, gut. Also, haben wir das. Und jetzt ist die große Frage, ob wir eine unterirdische Verbindung bauen können. Hierhin. Das klappt sogar. Das ist nicht schlecht. So, dann können wir nämlich hier eine weitere Kurve bauen. Und ja, ich habe normalerweise tatsächlich mal gesagt, dass wir möglichst wenig unter der Erde machen wollen. Aber ich glaube einfach, dass das nicht sinnvoll möglich ist, wenn wir hier jetzt. Ich hoffe, das geht. Jawohl. So. Das hier unterzubauen würde bedeuten, wir müssten hier tatsächlich, damit es gut aussieht. Ich meine nicht einfach irgendein Gleis irgendwo hinklatschen. Das ist kein Problem. Dann hätten wir das einfach hier rüber gebaut und fertig. Langfristig wird das Gleis komplett verschwinden und hier lang gehen. Also hier lang und dann hier runter und dann hier an der Seite lang mit einer Brücke dahin und das alles miteinander verbinden. So ist die grundsätzliche Idee dahinter. Da muss ich aber tatsächlich erst eine ganze Menge Straßen bauen, weil wir dann auch Doppelgleisstraßen brauchen. Wir brauchen ja auch Straßen, wo dann vier Gleise sind, damit wir vernünftig von der Ebene, die wir hier haben, wir sind ja hier auf einer, das müssten irgendwie 20 Meter hier, 30 Meter hier sein, da müssen wir dann runtergehen und hier in so einem Bogen elegant rausgleiten und dazu brauchen wir überall so entsprechend Straßenelemente. Das dauert eine ganze Zeit, bis ich das entsprechend vorgeplant habe. Das ist die grundsätzliche Idee, dass wir uns hier eine Autobahn bauen mit mittenliegender Gleisanlage, die wirklich einmal innerhalb der Autobahn komplett rumgeht, wo wir entsprechend mit viergleisigen Strecken dann einfach rausspringen.
und dann entsprechend diese Sachen versorgen. So ist die langfristige Planung. Deswegen schmeiße ich den Kram jetzt hier einfach unter der Erde. Ja? Ansonsten, was man machen könnte, wäre hier das vernünftig zu machen. Dann müssten wir hier einen Bogen reinbauen, dass wir das hier mittig liegend machen. Aber ich glaube, die Lösung ist tatsächlich jetzt momentan die beste. So, dann müssen wir einmal die Güterzugrouten verändern. Also, wir haben einmal, so, Frachtrouten. So, das ist die interne. Die hat, what, 92? Echt? Alter Falter, ist das eine ganze Menge jetzt, ey. Das hätte ich ja nicht gedacht. Also, wir merken, seit dem Economy-Update funktioniert sogar die interne Route. Das ist ziemlich cool. So. Aber was wir mit der machen wollen, wir wollen einmal, so, aber die interne, Moment, führt die doch nach draußen? Frachthafen. Ja. Nee, der geht nur da vorne hin, ne? Genau. Das ist nämlich die interne, ja. So, und die wollen wir ja aufbohren, dass in der internen Route. So, wir machen die anderen mal aus. Hier. So, da wollen wir integrierte Güterzughaltestelle. Einmal Güterzugroutenwerkzeug. Die interne GZ wollen wir jetzt so umbauen, dass er damit nicht dran geht. Okay. Vielleicht machen wir erstmal von dort nach dort nach dort. Das geht. Und was ist jetzt mit der internen Route? Da wollten wir ja eigentlich, so, wenn er von hier kommt, dann kann er ab hier, zack. Ich hoffe, das funktioniert so. Das müsste eigentlich gehen. Aber wir versuchen das mal von dort. Nach da. Wir hatten hier oben noch einen, ne? Ja, das war Quatsch. Also das ist jetzt ein wenig komisch. Wir machen das mal in quietschrot. So. Wir starten mal von da. Dann fahren wir nach da. Dann fahren wir nach da. Ja. Dann fahren wir nach da. Halten danach wieder dort an. Da nicht. Und dahin. Hat er jetzt den mit drinne hier? Ich bin mir unschlüssig. Was haben wir denn da jetzt gebaut? So, Frachtroute. Güterzugroute 4, Güterzugroute 5. Genau, die kommt hier an. Ja. Das funktioniert. Die geht. Ja, genau. Die kommt da an. Da. Dort. Da machen wir intern GZ4. Ist das? Intern GZ4. So, und das ist die Güterzuglinie 5. Was ich erreichen will. Ist im Prinzip ganz einfach. Das hatten wir ja schon mal. Ein Güterzug dahin. Ein Güterzug dahin. Ein Güterzug dahin. Interne Verteilung über ein internes Schienensystem, was erstaunlicherweise nachweislich funktioniert. 290 Tonnen, 12% Auslastung. Sehr, sehr,
sehr cool. Muss man wirklich sagen. Gefällt mir. So, jetzt will ich aber nochmal schauen, dass diese anderen Güterzuglinien, das kann jetzt schon mal weiterlaufen, diese anderen Güterzuglinien hier auch nochmal vernünftig laufen. So, zack, zack, zack. Da machen wir mal so ein quietsche Grün draus. So, dann gibt es hier die Quietschgrünlinie da hinten hin. Check. So, dann gibt es die rote Linie. Dahin. Check. Dann gibt es die GZ5. Das ist die hier hinten. Check. Okay, gut. Wie viele Züge haben wir insgesamt? 3, 4. Da machen wir mal 2 draus. Ja, machen wir mal 2. Hier vorne entsteht ja auch gleich noch Industrie. Dann haben wir durchaus 11, 12, 13, 14, 15. Ja, jetzt weiß ich nicht, verzeiht bitte, ob wir in unserem Depot 15 Züge haben. 15. Ah, mega. Sehr gut. Wir haben genau 15 Züge und wir haben 15 Züge zur Verfügung. Und das dürfte knapp werden, weil wir noch Personenzüge haben, ne? Oh, da ist ein Stau. Aber das sieht schon mal gut aus. So, gucken wir uns gleich an. Jetzt will ich erstmal hier vorne das Thema Industrie abschließen. Wir haben jetzt hier den Extended Cargo Harbor gebaut. Wir haben jetzt hier vorne das Güterzuganschluss gebaut. Und jetzt würde ich tatsächlich gerne noch für die Industrie, ja, ihr seht, das geht alles da hinten stumpf rüber, noch 1, 2 Straßen bauen. Da werden wir tatsächlich einmal dahin gehen. Und hier in dem Bereich nochmal eine Straße. So, und hier würde ich tatsächlich jetzt mal bewusst versuchen, eine andere Konstruktion zu nehmen. So. Und hier drinne kann sich jetzt schon mal bitte zack, 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 Industrie aufbauen. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Okay. Warum? Geht nicht. Okay. Aber das ist doch eine Vanillastraße gewesen. Entschuldige bitte, das müssen wir tatsächlich, wenn das nicht geht, müssen wir es nochmal umbauen. Das ist ja ärgerlich. Ja, habe ich die falschen Straßen genommen? Das kann sein, ne? Ja, ich glaube, ich habe die falschen Straßen genommen. Vielleicht geht es damit besser. Aber das würde mich jetzt wundern, wenn das nicht funktioniert, Leute. Also ganz ehrlich. Was ist das denn für eine komische Konstruktion da oben, ey? Nee, das machen wir so nicht. Spannend, spannend, spannend. Dann setzen wir ein Stückchen nach da. Werden das da hinbringen. Und da müssen wir dann wohl oder übel eine Kreuzung setzen. Ja, man lernt nie aus, dass sowas nicht geht. Einmal dort bitte. Und ab dafür. So, jetzt können wir die nächsten Industriemetropolen bauen. Und dann werden wir in der nächsten Folge uns hier eine U-Bahn setzen. Wir müssen natürlich auf jeden Fall zusehen, dass hier eine U-Bahn hinkommt dort vorne. Dann müssen wir auch weiterhin unseren Industriepark hier ausbauen. Da hat sich jetzt ergeben, dass wir tatsächlich doch nach wie vor Büronachfrage haben. Das würde ich jetzt allerdings mal so ein bisschen versuchen zu manipulieren, indem wir jetzt einfach mal sagen, hey, pass auf, wir gehen mal bei der Industrie auf 8% runter und bei den Büros auf 10% rauf, dass wir jetzt damit so ein bisschen hier mit den Nachfragen spielen, bis wir genügend haben. Wir nehmen einfach ein bisschen weniger von der Industrie und lassen das über die Büros refinanzieren, dass hier hinten die Lust auf Industrie natürlich irgendwann steigt. So.
Und dann brauchen wir in der nächsten Folge noch eine Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel, haben hier eine riesige Farm gebaut, haben hier hinten dann langfristig ein schönes Industriegebiet am Entstehen und dann werden wir noch hier eine Anbindung an die öffentlichen bekommen und dann können wir hier noch schöne neue Häuser bauen und alles. Ich freue mich drauf auf die nächste Folge und auf die nächsten Folgen. Und jetzt hatten wir hier vorne zum Schluss noch einen kleinen Stau. Und wenn ich ehrlich bin, das ist nur ein Folgestau von hier. Die wollen jetzt alle hier rein und hier rein, ne? Ja, okay, das ist... Die müssen ja auch versorgt werden, ja. Was ist denn das jetzt? Okay, also hier gibt es offensichtlich eine ganze Menge Straßenbahnen, die hier Leute ein- und ausladen lassen wollen. Und hier gibt es auch... Boah! Was?! ...500 Passagiere, die das sehr intensiv nutzen möchten. Tja, mit dir möchte keiner fahren mit der S1, aber mit der S3, ne? Ja, nun fahr weiter. So, und da? Was zum Henker macht ihr denn hier? Es gibt hier nur zwei... Es gibt hier nur zwei... Oder stehen die alle da? Was machen die denn? Wo stehen die denn jetzt alle? Wartende Passagiere. Ah, die warten auf den Üpp. Auf den da warten die. Ja, haha. Ha, ha, sehr witzig. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh, jetzt hat er noch gerade jemanden abgedrängt. Okay, der ÜB4 braucht ganz dringend mehr Leute. Mehr Busse. Dann müssen wir mal auf 10 erhöhen. Und dann würde ich tatsächlich sogar den Straßenbahn Nummer 2 wegnehmen. Da glaube ich... Oh, doch, trotzdem so viel Auslastung. Wir werden hier trotzdem mal auf beiden... ein paar Fahrzeuge wegnehmen. Denn ich glaube, die hier würde ich sogar auf 10 runtergehen. Denn ich glaube, die Auslastung ist momentan nicht d'accord mit der Anzahl der Straßenbahnen. Gott, jetzt hat ja auch noch einen Bus abgedrängt, ey. Oh. Naja, gut. Da ist eine Straße drüber, das sehen wir nicht. Das ist, also ich muss sagen, das ist echt natürlich gerade, was ist denn das jetzt? Ich habe doch, boah. Jetzt hat er hier tatsächlich ein paar mehr Busse drauf. Habe ich den SB5 genommen? Nee, ich habe doch... Hab ich da mehr Busse drauf gesetzt? Ich habe doch auf den hier. Ja, ich wollte sagen, ja, genau, da habe ich zwei Busse drauf gesetzt. Nun denn, also, das müssen sie erstmal alles abarbeiten. Ihr Lieben, wir sind bei 16 Uhr und haben tatsächlich keinen nennenswerten Stau gehabt. Ein letzter Blick für diese Folge. Einmal in den Transport. Wir sind bei 157.000. Ist noch nicht stark gestiegen. Ist tatsächlich sogar wieder im Vergleich zu den Personen abgesackt. Wir müssen dort hinten mehr Transport ermöglichen. Wir müssen hier mehr Transport ermöglichen. In der Summe sind die Verkehrsprobleme aber trotz alledem erstaunlich gering geworden. Nichts... Also auch ganz klar aufgrund unserer Umbaumaßnahmen, auch die Kreuzung hier hat sich komplett aufgelöst. Die Verkehrsstausituation hier zum Beispiel ist, wenn man sich diese Straße anguckt, hier auf den Stückchen noch, aber ist komplett verschwunden hier. Also da ist mittlerweile wirklich, das ist deutlich besser geworden. Hier die Straße hier oben ist jetzt besser. Hier sieht man an den Abfahrten, dass es ab und an noch ein bisschen Stau ist. Aber die Maßnahmen in den letzten Folgen, die wir ergriffen haben, sind wirklich super gewesen. Und da nochmal danke an euch. Das ist auch euer Verdienst. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd. Ciao, ciao.